Hallöchen, ich begrüße euch heute zu einem neuen Dienstagsvlog und zwar ist heute Mittwoch. Ich bin letzte Nacht wieder in Deutschland gelandet und war im Urlaub und ja, bin jetzt so erholt zurück, dass ich mir gedacht habe, ich könnte eigentlich mal wieder die Kamera ein bisschen mitnehmen und das mache ich heute, deswegen ja, mal gucken, was daraus hier wird, ob das nur ein Mittwochsvlog letztendlich wird, der dann nächsten Dienstag kommt. Oder eine ganze Woche oder ein paar Schnipsel, ich weiß es noch nicht genau. Ich war auf jeden Fall gerade im Stables. Ich sag Stables dazu, auch wenn er von manchen Staples oder ähnliches genannt wird. Und habe ein paar Papier-Kreativsachen gekauft für eine Idee, die ich heute Morgen hatte und die mit dem Urlaub zusammenhängt. Manche andere kann sich das vielleicht denken. Und jetzt. Ja, keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, ich melde mich einfach mal wieder. Ich hatte jetzt gerade Lust, irgendwie die Kamera mitzunehmen und einfach ein bisschen was zu filmen. Ja, auch wenn natürlich in den letzten Wochen und Monaten nicht viel kam. Ich denke, ich habe mich schon ein bisschen erklärt in meinem letzten Video. Guckt einfach nochmal hinter das i. Dann seht ihr dieses Video nochmal, von dem ich gerade spreche. Das ist, glaube ich, recht lang geworden. Und darin erkläre ich so ein bisschen, dass ich was getan hat, dass ich was geändert hat in meinem Leben, vieles geändert hat, gefühlt alles um 180 Grad gedreht hat und das irgendwie schon zweimal dieses Jahr, obwohl erst die Hälfte des Jahres rum ist. Und ja, ich bin glücklich und ich nehme euch deswegen ein bisschen mit. Puh, so, ich war jetzt ein bisschen unterwegs, habe glaube ich gar nicht so viele Bilder gefilmt. Aber ich habe ein paar Filme besorgt und freue mich darauf, die anzugucken, denn ich kenne. Doch, ich kenne alle Filme, die ich gekauft habe. Fällt mir jetzt das da. Aber ich habe sie noch nicht alle mit meinem Freund angeguckt und das ist auch ein Grund, weswegen ich sie gekauft habe. Und ich finde sie alle toll, deswegen, ja, freue ich mich drauf, vielleicht schon in den nächsten Tagen, Abenden, welche davon zu schauen. Und genauso freue ich mich aber auch, es hat auch ein Buch mitgeschafft. Ich bin, glaube ich, ein bisschen Werbeopfer geworden, denn ich habe bisher noch nicht so viel meine Brille beschlägt. Einen Moment. Also meine Brille beschlägt, aber das ignorieren wir jetzt einfach. Ich habe auch ein Buch gekauft und zwar bin ich da ein bisschen Werbeopfer, glaube ich, geworden. Ich habe dieses Buch mehrfach schon irgendwo angepriesen gesehen und aus irgendeinem Grund hat es mich dann doch angesprochen, obwohl es keins der mega gehypten Bücher ist, glaube ich, jedenfalls soweit mein momentaner Stand ist. Und zwar habe ich das hier gekauft. Ohne ein einziges Wort von Rosie Walsh. Hinten drauf steht, stell dir vor, du begegnest einem Mann, einem wundervollen Mann und verbringst 7 Tage mit ihm. Du bist dir sicher, das ist die große Liebe und es geht ihm ganz genauso. Zweifellos. Dann muss er verreisen und verspricht, sich auf dem Weg zum Flughafen zu melden, aber er ruft nicht an. Er meldet sich gar nicht mehr. Deine Freunde raten dir, ihn zu vergessen, doch du weißt, irgendetwas muss passiert sein. Es muss einen Grund für sein Verschwinden geben und nun stell dir vor, du hast recht. Es gibt einen Grund, aber du kannst ihn nicht ändern, denn der Grund bist du. Ja, ich habe keine Ahnung, welche Wörter mich da gecatcht haben, aber gecatcht. Zu Deutsch, welche Wörter mich da angesprochen haben, warum ich es dann doch genommen habe. Ich habe kurz in den Anfang reingelesen. Ja, es ist eigentlich so ein typisches Buch, bei dem ich mir denke, oh, wahrscheinlich ist dann das Ende gar nicht so toll und es ist alles nur Romantik, schnulzig, sonst wie. Und ich mag es im Moment eigentlich vielleicht doch nicht lesen, aber ja. Es hat mich, wie gesagt, trotzdem irgendwie gekriegt und ich gebe diesem Buch eine Chance und ich gebe dem auch, wenn es funktioniert, heute schon eine Chance und fange es heute schon an zu lesen. Dann wird sich hoffentlich schnell zeigen, ob es etwas für mich ist oder nicht. Genau, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie mir dieses Buch gefällt. Jetzt geht's aber heim. Oder zum nächsten Laden. Wer erinnert sich noch von euch an meine Verstrickt-Videos? Wer nicht, der darf hier mal auf die Playlist gucken und sich gern die, ich glaube, 3 Teile waren es. Mal anschauen. Auf jeden Fall habe ich es jetzt tatsächlich geschafft.
Bekannte über mich. Ich habe aber es wirklich noch geschafft und habe diese beiden Socken fertig gestrickt. Die zweite von den beiden lag jetzt ewig lang fertig gestrickt da. Es musste nur noch hier unten, nee, die Socke war's, die Naht geschlossen werden. Und ja, es war eigentlich lächerlich, aber ich habe es jetzt tatsächlich heute geschafft. Fertig. Socken fertig. Wann habe ich die begonnen? Im Winter? Im Januar, Februar, März? Ja, gut. Wir haben Juli, ich brauche dringend warme Socken, deswegen sind sie jetzt fertig. Nein, der nächste Winter kann kommen, also jetzt sind sie fertig. Was allerdings noch nicht fertig ist, ist mein Vorhaben, dass ich nämlich dieses Buch hier beginnen wollte. Ich habe es jetzt mittlerweile geschafft, mein Lesezeichen reinzulegen. Völlig schwachsinnig, denn ich habe noch nicht angefangen zu lesen. Also ich zeige es euch mal eben. So schaut das Ganze aus. Und zwar sind da ganz viele letztendlich Kacheln abgebildet. Azulejos oder Azulejos. Typische Kacheln von Portugal bzw. Porto. Genau, alle in blau-weiß gehalten. Finde ich wunderschön. Ja, so wie man sie einfach typisch auch an vielen portugiesischen Häusern sieht. Ich habe mir gedacht, das darf mit nach Hause als Mitbringsel für mich und darf jetzt auch als Lesezeichen verwendet werden. Ja, allerdings, was ich währenddessen trotzdem gemacht habe, ist eine Sache, die ich euch zeigen möchte. Denn ich habe euch schon mal von Mara Wolf und meiner Liebe zu ihrer Bookless-Reihe erzählt. Und sie schreibt auch unter dem Pseudonym Emma C. Moore und unter dem habe ich auch schon etwas gelesen und habe vorhin festgestellt, ja, ich glaube, man sieht es gar nicht. So, Emma C. Moore, Timing is Everything. Diesen Roman gefunden, beziehungsweise ist ein E-Book und habe das ja, direkt mal gekauft. Weil ich gerade so in Leselust bin. Nein, irgendwie eigentlich nicht, aber also in Kauflust anscheinend. Und ja, jetzt muss ich mich entscheiden, welches ich von den beiden beginne. Und dann erzähle ich euch was zu. Ich befürchte fast, ich werde erst das von Emma C. Moore lesen, weil ich ihre Bücher einfach mag. Ich mag ihren Schreibstil, ich mag, wie sie erzählt, ich mag die Geschichten, die Art und Weise, wie sie erzählt. Das ist für mich, Mara Wolf und Michelle Schrenk sind für mich so beide einer Ebene und Emma C. Moore ist ja nur das Pseudonym, das heißt, das ist ja letztendlich Mara Wolf, die das schreibt und ja, ich denke, es wird zuerst das E-Book werden und ja, da date ich euch dann nochmal, da date ich da, ich hab's heute irgendwie mit dem Englisch, ne? Ja, eben eigentlich nicht, aber ach Gott, also es ist bereits 9 oder 10 und ich werde jetzt trotzdem mit diesem Buch beginnen und ich erzähle euch trotzdem auch noch mal was dazu. Und wenn es erst morgen ist. Gut. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich habe jetzt das E-Book von Emma C. Moore. Timing is Everything angefangen. Habe 20% gelesen und kann somit nicht wirklich sagen, wie viele Seiten das sind. Keine Ahnung. Es ist 11:30 Uhr. Ich werde jetzt vermutlich mich fertig machen und auch eher schlafen gehen. Vielleicht noch ein bisschen lesen. Und die Geschichte zieht mich schon wieder völlig rein. Also ja, der Schreibstil. Jedes Mal wieder. Ich habe jetzt ein bisschen was erfahren über das Buch und möchte nur ein paar Dinge darüber erzählen. Also, man erfährt die Geschichte aus zwei verschiedenen Perspektiven. Und zwar aus der Perspektive von Fanny und von Chase. Fanny ist letztendlich rausgeschmissen worden von ihrem Großvater und arbeitet jetzt auf einem Weinfest und dort
trifft sie direkt, als sie sich auf den Weg macht, um dort an einem Stand mitzuarbeiten, trifft sie Chase, beziehungsweise sie stolpert in ihn hinein und solche Momente finde ich fast am schönsten, gerade wenn sie so schön geschrieben sind und man merkt, dass, ja, dass das irgendwie passt und die Geschichte kommt ins Laufen und ins Rollen und hört nicht mehr auf, sondern läuft, also ja, läuft weiter und man möchte einfach weiter lesen. Und zu Beginn wechseln die Perspektiven recht schnell und dann irgendwann weniger, einfach weil man auch das Gefühl kriegt, man kriegt trotzdem alles mit und man braucht nicht ständig die andere Sicht, um genug zu erfahren, weil man durch das Gespräch oder die Gespräche, die beide führen, relativ viel erfährt und dann ja, über beide genug Bescheid weiß und was passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich recht viel mehr erzählen möchte. Vielleicht so viel, dass die beiden immer nur recht kleine Zeitfenster zusammen haben oder haben können. Denn sie können gerade so eine halbe Stunde mittags zusammen verbringen und dann die Abendstunden. Und ja, recht viel mehr Zeit bleibt fast gar nicht. Deswegen beschränkt sich das in den ersten Tagen auf diese Zeit. Und ja, mehr möchte ich gar nicht sagen, denn alles andere wäre schon zu viel verraten, finde ich. Es ist auf jeden Fall schon mal wunderschön geschrieben. Ich kann mir das super gut vorstellen. Ich finde es richtig, richtig schön und möchte es einfach nur weiterlesen. Ich hätte nicht gedacht, dass mich jetzt eine Geschichte so fesseln kann. Aber vielleicht muss es gerade die von Emma Seymour sein und vielleicht gerade diese Geschichte. Und wer weiß. Vielleicht kommt ja meine Leselust wieder zurück und ich finde die Zeit und habe die Lust, auch etwas zu lesen und nicht so verkehrt, wenn ein Hobby wiederkommt. Ach so, ja, damit dann auch vermutlich, weil ich mich bettfertig mache, an dieser Stelle eine kurze gute Nacht, denn es geht ja dann für euch alle gleich weiter. Für mich kommt jetzt erst noch eine Nacht dazwischen und ich werde mal schauen. Ich habe morgen vor, noch mal ein bisschen was zu besorgen. Ich habe nicht alles bekommen, was ich heute besorgen wollte. Und deswegen, ja, werde ich vermutlich morgen noch mal ein bisschen unterwegs sein und wenn ich es nicht ganz verbumme, auch aus Filmen und auch mal gucken, wo ich so noch unterwegs bin. Steht noch nicht so ganz fest alles. Und dann, ja, seht ihr morgen nochmal ein bisschen was und ich erzähle euch auf jeden Fall weiter, wie die Geschichte weitergeht oder vielleicht sogar endet, je nachdem, wie weit ich noch komme. Und dann, ja, bis morgen. Gute Nacht. Und es ist schon nachmittags oder so. Ich war heute Mittag laufen und gerade eben habe ich einen Zwischenstopp eingelegt, bin aber noch unterwegs und werde auch noch kurz in die Stadt fahren wahrscheinlich. Ich habe mein Handy, mein Smartphone immer dabei, damit ich weiterlesen kann. Timing is Everything von Emma Seymour. Denn ja, ich möchte weiterlesen und das ist gut so. Ich habe wieder richtig Lust zu lesen und das macht richtig Spaß. Und ja, ich werde vermutlich irgendwo einen Zwischenstopp einlegen und habe mir gedacht, vielleicht setze ich mich irgendwo hin und esse ein Eis oder einen Kuchen oder mal schauen, je nachdem, was es so gibt, was ich so finde. Das werde ich mal schauen und dann lese ich weiter, denn ich bin gespannt und
meine Besorgungen, die warten sowieso auf mich, das ist kein Thema, da muss ich mich nicht stressen. Ja, ist ein ganz entspannter Urlaubstag irgendwie noch und das ist gut so. Fühlt sich richtig angenehm an. Ja, jetzt fahre ich weiter. Ich bin wieder zu Hause, ich sitze gerade an meinem Fenster, mein Lieblingsplatz. Ich habe hier eine wunderschöne Sicht auf unseren Garten und ja, genieße es abends oft hier zu sitzen, auch zu lesen. Und ich bin mittlerweile bei so rund 40% und ich bin echt erstaunt, wie viel schon passiert ist. Es ist, ja, wahnsinnig viel. Und das ist auch ein Faktor, weswegen ich mich ganz schwer tue, was ich verraten darf und soll. Ich möchte nämlich nicht zu viel verraten. Also wie gesagt, es passiert unglaublich viel. So viel diese begrenzte Zeit des Weinfestes ist, ja, wie gesagt, begrenzt und ist dadurch ein Stück weit besonders zwischen Fanny und Chase. Und die beiden kommen sich sehr, sehr nahe. Und plötzlich scheint so dieses Weinfest eben, also dieses Ende des Weinfestes, als ob auch etwas anderes endet. Und gleichzeitig geht man mit Fanny weiter auf die Reise und sie geht studieren. Chase geht nach Frankreich. Und mehr will ich nicht verraten. Definitiv nicht. Nicht wie nahe die sich kommen, die beiden, und nicht was sonst noch passiert und was danach passiert und was während dem Studieren von Fanny passiert. Ich will es nicht erzählen, erwähnen, näher beschreiben. Es ist ja, zu viel, würde ich dann verraten. Was ich allerdings verraten kann, ist, dass ich heute in der Stadt war. Ich war sehr erfolgreich. Ich werde darüber aber auch nicht genaueres erzählen. Ich möchte nicht, dass eine Überraschung flöten geht. Ja, deswegen kann ich davon wahrscheinlich nicht so viel zeigen. Was allerdings ist, dass ich erfahren habe, dass ich kurzfristig morgen wahrscheinlich in München sein werde und zu einer Oper gehen werde. Ich bin total aufgeregt und weiß gar nicht, was ich anziehen soll und machen soll und überhaupt, ja, gespannt, ja, sehr gespannt bin ich. Wenn ich es nicht vergesse, nehme ich die Kamera mit und zeige euch ein bisschen was davon. Es wird Tosca gezeigt und ja, vielleicht ein bisschen was aus München. Ich weiß noch gar nicht so genau. Und dann ja, mal sehen, ob ich dann zum Lesen komme oder wann ich zum Lesen komme. Vielleicht zwischendrin immer mal kurz oder auf der Busfahrt. Wer weiß, oder wenn meine Mama schläft auf der Heimfahrt im Bus. Mal sehen. Genau. Ja, irgendwie abgefahren, was schon wir die letzten paar Urlaubstage hier für mich bereithalten. Und wie es plötzlich von einem zum anderen mal jeden Tag noch was Neues gibt. Genau. Ich bin gespannt, wie mein Freund reagiert, wenn er gleich erfährt, dass ich morgen nicht da bin. Damit hat er, glaube ich, nicht gerechnet. Wird er nicht rechnen. Und jetzt höre ich, glaube ich, auf zu reden. Das reicht wieder. ja, und ich sage euch dann Bescheid, wenn ich das Buch beendet habe oder ein anderes Buch beendet habe oder weiterlese. Ihr werdet sehen. Es wird noch weitergehen hier und ich sage euch auf jeden Fall Bescheid, wie ich das Buch fand, wenn ich es dann beendet habe. Und ihr seht im besten Fall dann eben auch ein paar Impressionen von morgen, von Freitag, München und Opernhaus in München, in dem ich noch nie war. Genau, das heißt, ich verabschiede mich an der Stelle jetzt auch schon für heute, denn ich werde heute nichts mehr filmen. Sehr wahrscheinlich. Sonst seht ihr das gleich. Und ich wünsche euch schon mal eine gute Nacht für jetzt und ihr seht dann gleich, wie es morgen weitergeht.
falsch. Ein. Oh. Das kann ich ja niemals drin lassen hier. Wie immer kriegt ihr von mir ein recht direktes Feedback zu dem, was ich gelesen habe. Und manchmal eben auch mit verheulten Augen und manchmal eben auch mitten in der Nacht um 1. Es ist Freitagnacht bzw. die Nacht auf Samstag. Es ist also Samstag früh, früh, früh. Und ich bin zurück von der Oper Tosca aus München, die mir durchaus gefallen hat. Aber ich muss einfach immer mal wieder sagen, ich weiß, warum ich nicht so häufig zu einer Oper gehe oder in eine Oper gehe. Das ist mir einfach irgendwie trotzdem ein bisschen zu dramatisch und zu aufgesetzt und übertrieben. Ja, ab und zu geht das so alle paar Jahre, Jahrhunderte mal, aber nicht so häufig. Ja, zurück zu dem, was ich gelesen habe. Und zwar habe ich auf dem Hinweg und auf dem Rückweg weitergelesen an Timing is Everything von Emma C. Moore. Um genau zu sein, habe ich es auch ausgelesen. Ich habe bis zum Schluss fast nicht mehr dran geglaubt, dass ich noch schaffe, es auszulesen, weil die Zeit immer knapper wurde und ich wusste, wie nah wir schon am Ziel sind und wie weit ich mit dem Lesen bin und wie viel Prozent noch fehlen werden an mir angezeigt. Ja, dann habe ich es tatsächlich noch geschafft. Was soll ich jetzt zu dieser Geschichte sagen? Es ist echt richtig schwierig. Bei dem Buch selber gibt es drunter irgendwie noch so als Zusammenfassung ein Satz. So ungefähr geht er nach dem Motto ein Buch über Verlieren und Verzeihen, über Weintrauben mit Schokolade und welches Buch man beim Weltuntergang liest oder so ähnlich. Es fasst es wunderschön zusammen und vorher kann ich mir immer gar nicht denken und denke mir, ja klar, na klar ist es so. Ich möchte immer so ein bisschen meine eigenen Ansprüche dann runterschrauben. Nicht, dass ich so hohe Ansprüche habe und dann kann das Buch das nicht erfüllen, aber dieses Buch hat mich wieder umgehauen und ich weiß wieder, warum ich Mary Wolfe liebe für ihren Schreibstil und auch für ihr Pseudonym Emma C. Moore. Es ist wurscht, sie schreibt wundervoll und ich, ja, werde ganz bald wieder ein Buch von ihr lesen, das weiß ich jetzt schon, und vielleicht auch manches noch einmal lesen, weil ich es so gut finde und ja, also wie ich schon erzählt habe, es geht um Fanny und es geht um Chase und es geht um eine recht vertrackte Situation nach diesem Weinfest, beziehungsweise als sie sich dann wiedersehen. Denn dann kommt Reese noch mit ins Spiel und ich habe erst kurz bevor es aufgelöst wurde gecheckt, was so ein bisschen der Twist war oder dieses, ja, Komplizierte daran. Und ja, dann habe ich das zwar gecheckt, aber das ändert ja nicht viel daran, dass man trotzdem nicht weiß, wie die Geschichte am Ende ausgeht. Und ich hätte es nie gedacht, wie sie ausgeht. Und zwischendrin habe ich mir kurz gedacht, ich finde manch eine Reaktion von ihr übertrieben. Andererseits ist sie zu Beginn des Buches 18. Das darf man auch nicht vergessen. 18 ist schon noch auch recht jung irgendwie für alles, was so passiert. Und man darf auch nicht vergessen, dass manches dann zeitlich gerafft wurde und ich mir dann erst so dachte, doof irgendwie, ich würde es auch gerne irgendwie miterleben. Andererseits auch schön, wie viel man dann erlebt in diesem ganzen Buch. Und ich konnte mir auch nicht das ein oder andere Tränchen verdrücken auf dem Heimweg zum Schluss hin. Und ja, es kommt in dem Buch einfach raus, die Liebe zu Büchern, zu Zitaten aus Büchern. Und ja, es ist so, so viel da drin. Und ganz zum Schluss schenkt uns die Autorin auch noch ihre eigenen Tipps für eine ganz persönliche Weltuntergangsbibliothek. Und die ist, finde ich, sehr schön gemacht. Ja, also sehr passend. Und auch die Buchtipps werde ich mir zu Herzen nehmen und das eine oder andere davon garantiert noch lesen und auf meine Wunschliste schreiben. Und auch das eine oder andere Buch, das währenddessen im Text schon erwähnt wurde, habe ich schon währenddessen in der Stadt geguckt und gesucht und leider noch nicht gekriegt, aber werde ich mich noch drum bemühen und auch garantiert noch lesen. Und genau das schafft sie eben und das finde ich sehr, sehr schön. Sie verbindet und bringt zusammen und gerade das, was ich in Booklet auch so geliebt habe, die Liebe zu Büchern und zu Worten und zu Geschichten, ist unbeschreiblich und ist da und ist
immer toll von ihr geschrieben und deswegen kann ich sie auch nur empfehlen, wenn ihr schon eins von ihren Büchern gelesen habt oder von ihren Reihen gelesen habt oder angefangen habt, schaut euch unbedingt auch Timing is Everything an. Es ist ein richtig, richtig tolles Buch. Und es ist schade, dass ich es nur am Handy lesen konnte, weil es eben ein Kindle E-Book ist. Es wäre schön, wenn es auch noch als richtiges Buch gäbe. Ich würde mich freuen, es mir auch einfach nur ins Regal zu stellen. So bekloppt es ist, aber ich würde es mir auch ins Regal stellen. Ja, das heißt, ich werde mir überlegen, bis morgen früh oder dann morgen überlegen, ob dieses Video hier noch weiterläuft und ich noch das Buch, das ich angekündigt habe, nämlich Ohne ein einziges Wort, heißt glaube ich der Roman von Rosie Welsh, das ich eigentlich beginnen wollte und mir gekauft habe, ob ich das dann noch beginne, beziehungsweise vielleicht sogar auch noch schaffe zu lesen, wer weiß, ich bin gerade so richtig drin, oder ob hiermit dieses Video endet. Deswegen wünsche ich an dieser Stelle einfach mal eine gute Nacht. Hoffentlich denke ich dran, noch einen Schluss zu drehen. Wenn ich das hier als offizielles Ende dann definiere. Oder eben es geht weiter und ihr seht dann Samstag, Sonntag, welchen Tag auch immer, noch weiterhin hier direkt im Anschluss mit einem anderen Buch. Ich weiß es noch nicht genau. Ich werde es sehen. Tschüss. Montagabend und ich melde mich mal wieder. Ich glaube, ich habe mich das letzte Mal Freitagnacht gemeldet. Schande über mich. Ja, ich war Samstag noch auf einer Geburtstagsgrillfeier und ansonsten war da nicht viel los, außer Vorbereitungen treffen und hinfahren und genießen. Und Sonntag, muss ich gerade mal überlegen, da war eigentlich auch nicht so viel los, irgendwie. Irgendwas war. Ich war ziemlich viel unterwegs. Stimmt, ich war ein bisschen spazieren. Ich war, habe eine Freundin getroffen, war Eis essen. Ich war, habe viel geredet, wenig getrunken. Und ja, heute ist Montag, der erste Arbeitstag wieder nach dem Urlaub. Und ich bin jetzt gerade nach Bayreuth gefahren und freue mich auf einen Freund, den ja, wir alle überraschen. Und der hat heute Geburtstag und der weiß nichts davon, dass heute eine Grillparty für ihn veranstaltet wird. Und ja, ich freue mich riesig. Deswegen werde ich jetzt den Abend genießen, werde also auch wieder nicht zum Lesen kommen, bin aber zwischendurch immer mal wieder zum Lesen gekommen und habe so ungefähr 50 Seiten von dem Buch gelesen von Rosie Welsh. Ohne ein einziges Wort heißt es, glaube ich. Ja, und ich freue mich jetzt erstmal auf den Abend. Ich melde mich bald wieder. Also ich glaube, man sieht mich jetzt nicht und es sieht sehr gespenstisch aus, was ihr seht. Aber ich wollte nur sagen, ich bin zurück, ich bin heil wieder zu Hause angekommen und ja, es war ein schöner Abend und es hat sich gelohnt, spontan mal zu sagen, ja, ich fahre los und ich überrasche jemanden und ja, er war definitiv überrascht. Und jetzt wartet mein Bett auf mich und morgen vielleicht seht ihr dann dieses Video. Ich weiß es noch nicht genau. Ich weiß noch nicht, ob ich dann direkt noch weiter filme, weil ich das Buch ja noch nicht beendet habe. Und wie viel ich zum Lesen komme. Wir werden sehen. Tschüss. Ich habe jetzt mittlerweile ca. 70 Seiten oder 80 Seiten im Buch gelesen. Ich erzähle euch einfach im nächsten Vlog mehr dazu, denn hiermit endet dieser Vlog und ich möchte mich verabschieden. Ich
hoffe, ihr schaut dann beim nächsten einfach mit rein, weil da geht es dann weiter. Ich hoffe, im nächsten Dienstagsvlog kann ich dann berichten, dass ich die Woche über das ganze Buch noch gelesen kriege. Es sind um die 500, 600 Seiten. Mal schauen. Wir werden sehen. Ich hoffe, ihr guckt, wie gesagt, das nächste Mal wieder mit rein und es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.